Hallo. I muss eat it. Du kannst Schweizerdeutsch reden, wenn du willst. Aha, ich habe nicht gewusst. Muss ich das essen? Du musst nicht. Aber nicht, dass ich putze. Nein. In Zukunft werden wir nicht darum kommen, Insekten zu essen. Ich will herausfinden, wie die Schweizer auf Insektenfood reagieren. Ich bin Andrea und das ist mein Future Food Lab. Im Gegensatz zu mir finden die meisten Leute Insekten nicht ästhetisch. Jemand, der auch mit dem gängigen Schönheitsideal bricht, ist das androgyne Model Tammy Glauser. Und vielleicht ist sie gerade wegen dem so erfolgreich. Du warst auch ein kleiner Aussenseiter am Anfang. Als ich angefangen habe, hat es kein Mädchen, das so kurze Haare hatte, oder rasierte Haare hatte, ausser sie ist eine Vorafrikanerin. Hast du vorher Länge gehabt? Ich hatte vorher so Länge gehabt, bis hier. Und dann haben wir alle gesagt, in der Schweiz dann noch, nein, mach es nicht, du hast so schöne Haare. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man Zeug macht und für einen stimmt. Du spürst es selber irgendwie besser. Du weißt, was sie zufrieden macht und was sie nicht zufrieden macht. Jetzt auch noch das neue Gesicht von Vivienne Westwood. Bei der letzten Show, beim Backstage-Laufen, hat sie auch noch so ein High-Five gegeben. Und ich dachte, ja gut, dann mache ich also, ja, mache da mit, oder? Ja, und dann hat sie wirklich so zack, meine Hand gepackt. Das war so ein schöner Moment. Ich kann nicht glauben, dass diese Frau so einen Moment für sie irgendwie mit mir teilen will. Das war wirklich mega, mega special für mich. Hast du schon mal Insekten gegessen? Noch nie. Das sind gefriertrocknete Grillen. Willst du mal ein paar Sachen in die Hand nehmen? Wenn du genauer anschaust, Äugli. Ja, genauer anschauen. Ja, vielleicht seid ihr mehr. Willst du es probieren? Wenn du Lust hast. Ja. Das Kleinste habe ich genommen. Ja, nein. Ja, es ist. Also ja. Ja. Es ist einfach nicht so schön zum Anschauen. What? Ich habe gedacht, ich mache etwas, das an einem Model eigentlich ein bisschen zuwiderläuft, und zwar das Praline. Aber da ist noch ein bisschen Alkohol drin im Praline. Und dann nimmt eben der Alkohol mit der Zeit, je länger du es da immer ein bisschen mehr die Farbe vom Beri. Ah, cool. Und so wie in jeder anderen hundsgewöhnlichen Kochsendung habe ich da was vorbereitet. Da siehst du jetzt. Das ist jetzt 4 Tage und das ist 7 Tage. Und da sind Grillen noch alles schon drin. Die sind jetzt so richtig ja, so ja, voll. Ja, 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 ja. Das lenkt auch. Ja. Musst du nicht haben. Schwierig. Wir können euch anstossen mit denen. So. Du kannst das nehmen, was etwas weniger Grillen drin hat. Ja, ich würde dann gerne in Zürich an die Bahnhofstrasse. Und was ist es denn genau? Oh mein Gott! Oh, was ist das? Habt ihr Lust? Grillen! Schoki liebe ich. Praline ist eigentlich nicht so mein Ding. Und dann bin ich halt Veggie. Logisch wird schon nicht das Tier leiden müssen und so, aber es geht auch irgendwie mega fest um die Umwelt. Bei der Fleischproduktion hast du schon die grösseren CO2-Emissionen als alle Flüge zusammen, zum Beispiel. Genau. Oh, ja, ich finde es crazy. Und ja, du kannst wie nicht perfekt sein, aber das ist jetzt für mich wie so, okay, dort kann ich die Teile dazu beitragen. Genau. Jetzt habe ich gedacht, wir könnten Heugümper mit Zucker ummanteln, also im Eiweiß drehen, und dass der Zucker dran klebt. Okay. Und nachher könnte man die so oben drauf setzen. Alright. Wir wollen mal fragen, ob ihr das probieren wollt. Sie haben vorhin gekocht. Alle. C'est la future. C'est la future, okay. Ah. Das ist drin. Das war drin. Spülen. Ich bin hier nicht. Komprovecho. Ich bin hier nicht. Thanks, guys. Thanks. So ein knuspriger Geschmack. Hier haben wir jetzt Schokipraline mit Heugümper drauf. Nein! Ich könnte auch nur den Heugümper. Aber es ist nicht grusig. Nein, verspreche ich es. Tut ihr euch mal sagen, vielleicht in Zukunft mal Insekten einkaufen für zum Nacht? Insekten? Ja. Ja, die sind auf dem Balkon, die müssen wir nicht einkaufen. Ich glaube, jetzt läuft es einfach davon.
Ja, und auch langsam sehr heiß. Ja. Ich muss mich irgendwie ein bisschen entspannen lassen. So eine Marktlücke, so eine Insektenproteinkurwoche mit Wellness. Das kann man sicher machen, das ist ein gesundes Essen.